Mit mir wird gehandelt. Ich krieg was. Was krieg ich? I'm a rich bitch. I'm a rich bitch. Moin moin Freunde, hier ist Sascha und ich begrüße euch heute zu einem besonderen Highlight-Video. So fragte mich Square Enix vor einiger Zeit, ob ich nicht Lust hätte, mir mal wieder Final Fantasy XIV anzuschauen. Und naja, was soll ich sagen, als MMO-Veteran habe ich da natürlich nicht Nein gesagt. Ja, was im Kopf als kleines Streaming-Nebenprojekt startete, fesselte mich und euch als Community diesen Monat aber zahlreiche Stunden. Und da mir Final Fantasy XIV so viel Spaß macht, präsentiere ich euch heute mal so ein kleines Highlight-Video, das den vergangenen Monat ein bisschen Revue passieren lässt, euch aber gleichzeitig auch mal auf dieses Projekt aufmerksam macht, falls ihr Final Fantasy XIV Spieler seid oder falls ihr noch keiner seid. Denn Final Fantasy XIV könnt ihr euch kostenlos herunterladen. Dafür klickt ihr einfach den Link in meiner Videobeschreibung, erstellt euch einen Account und könnt dann kostenlos und ohne Zeiteinschränkung bis Stufe 35 spielen. Ja, ihr müsst keine Zahlungsmittel oder irgendwie sowas hinterlegen. Einfach Account erstellen, runterladen und loszocken. Selbst Konsolenspieler können das machen. Ja, im heutigen Video seht ihr dabei so ein bisschen, warum ich das Spiel abgeholt hatte. Denn neben einer wirklich interessanten Story, wo ich auch viel einfach alleine machen kann, steht für mich einfach der Community-Aspekt im Final Fantasy XIV mit unserem Streaming-Projekt im Vordergrund. Seit Minute 1 sind wirklich Spieler aus der Community an meiner Seite, die mir in Dungeons helfen, die einfach um mich rumstehen, mir ihre Mount zeigen, die begeistert sind, mit denen man Spaß haben kann. Ich finde es absolut fantastisch. Ich habe selten eine Videospiel-Community erlebt, die so offen und so herzlich war wie die Community von Final Fantasy XIV. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr ebenfalls dazukommt, ob ihr jetzt im Stream mitspielt oder ob ihr offstream mitspielt. Ladet euch das Ganze auf meinen Link herunter. Erstellt euch vorher natürlich einen Account und dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr am Start seid, wenn wir das nächste Mal zocken. So, erste Frage, die ich mir jetzt stellen muss. Was möchte ich spielen? Was möchte ich spielen? Es gibt mittlerweile eine ganze Menge Klassen. Das sind die klassischen Klassen, also die kann man tatsächlich wählen, wenn man auch die Starter-Edition spielt. Und die sind, glaube ich, neu. Aura sind neu dazugekommen, die Hrothgar und die Viera. Die Veras sind natürlich ein bisschen cute, ne? Natürlich. Ich hätte gern einen dicken und buschigen Schwanz. Geht das? Oh Gott. Okay, wir nehmen den dicken und buschigen Schwanz. Also manche Männer würden sich im echten Leben auch wünschen, dass sie so eine Taste hier hätten. Okay, Frisur. Frisur. Okay, Frisur. Oh mein Gott, das ist halt einfach so eine Son Goku-Frisur, ne? Es ist halt so eine Son Goku-Frisur. Was gibt's denn noch? Alter, er guckt aber auch so grimmig, ne? Ich ziehe ihm definitiv einen Helm auf, ne? Weil ich finde diese Dinger an den Seiten echt schäbig. Ich glaube, wir nehmen echt diese Son Goku-Frisur. Können wir die Farbe noch ändern? Haarfarbe können wir noch ändern. Haarfarbe. Oh mein Gott, wir können sogar Highlights setzen, Freunde. Wir können Highlights setzen. Okay. Also machen wir Super Saiyajin? Ja, ne? Boah, sieht halt hart scheiße aus, ne? Müssen wir doch blau machen? So Ultra-Instinkt-mäßig? Es ist halt einfach so alle Anime-Klischees vereint. Es ist halt so herrlich. Ja, können wir dem auch so eine richtig coole Hautfarbe geben? Können wir den grün machen? Alter, können wir den Hulk aus ihm machen? Was gibt's denn hier für Optionen? Das sieht einfach aus wie zu heiß gebadet, ey. Gibt's nicht grün, so ein schönes Grün? Alles so Steinfarben, ne? Anime-Klischees, aber Dragon Ball geht immer, ist halt echt so. Gladiator oder Marodeur habe ich gespielt. Fand ich beides ganz okay. Aber nicht so mega geil. Ich würde gerne. Das Ding ist ja, das Final Fantasy hat ja Grundklassen und wenn du auf Stufe 30 oder sowas bist, kriegst du weitere Klassen und sowas. Und du kannst ja auch ab Stufe 10 kannst du jederzeit den Klassen wechseln. Also musst du nur einen Charakter erstellen und du kannst dann später auch andere Berufe sozusagen erlernen. Ist eigentlich ganz cool. Ich überlege, ob wir nicht den Faustkämpfer machen, weil da kann man dann später Monk lernen. Und ich glaube so, für mich hier als dumpfesten Main wäre Faustkämpfer, könnte das ganz cool sein.
Ich weiß nicht, ob der Faustkämpfer was taugt, aber... Da, du! Ja, du! Wie gesagt, ich hoffe natürlich, dass wir eine coole Community-Gilde und all sowas kriegen. Alter, es ist einfach John Lennon, der da steht. Warum steht da John Lennon? Was? Nicht nur ich sehe das gerade, ne? Alter, wird jetzt hier einer singen... Imagine all the people living for today. Bist du neu in der Stadt? Du bist ein Abenteuer, das sehe ich auf den ersten Blick. So, gehen wir kurz raus, machen die Murmelhörnchen, die Riesenhornissen und die Schnappspitzmulle. Mulle? Schnappspitzmulle? Tot. Entschuldigung, ich meine, wir legen die schlafen, ne? Wir helfen denen. Wir helfen denen ein bisschen. Die sind so alle müde. Die sind alle total müde. Oh, übrigens nice, dass schon mal angezeigt wird, was du killen musst. Jetzt mal hier richtig auf den Sack. Kann man sich eigentlich bewegen, wenn man fightet? Oh, es fühlt sich... Das finde ich schon mal nice. Fühlt sich schon mal sehr dynamisch an, das Kampfsystem. Ich würde aber gerne so ein paar dieser Overhead-Texte wegmachen oder kleiner machen. Die sind nämlich alle sehr, sehr riesig. Aber ich glaube, das kann man alles anpassen. Was bist du denn für eine Riesenschildkröte, Stufe 12? Sollte ich mich nicht mit anlegen? Könnte ich aber. Okay, wir haben unseren ersten Level-Up gerade bekommen. Begleiterverzeichnis, da. Kann ich hier drauflegen. Und jetzt habe ich auch eine dicke Katze, ne? Yes! Yes, ich habe auch eine dicke Katze! Oh, wie großartig! Kann ich die Katze noch benennen? Bitte sag mir, sie heißt nicht nur... Ich möchte, dass sie Emilia heißt. Vielen, vielen Dank, Kitty. Ah, Yannick ist auch hier. Jawoll. Oh, wie cool. Wie cool. Oh, ich krieg was. Ich krieg was. Mit mir wird gehandelt. Ich krieg was. Was krieg ich? I'm a rich bitch. I'm a rich bitch. I'm a rich bitch. I'm a rich bitch. Ja moin, mir wurden gerade 500.000 Gil gegeben. Ja moin. Ich bin a rich bitch. Ich bin a rich bitch im Final Fantasy. Ich bin a rich bitch. Kommt der Eisenseele einfach vorbei und sagt so, hey, hier hast du 500.000 Gil, du armer Schlucker. Gönn dir. Okay, Leute, wir werden das nutzen für die Gilde. Wenn wir die Gilde haben, weil man kann sich, glaube ich, ein Haus und sowas auch mieten, wir werden das dafür nutzen. Ich freue mich. Danke, Phil. Ja, moin. Sascha kriegt Geld gescafft und Skeff ist verarmt in den Spiel. Ja, hör mal, Skeff gehört zu mir. Skeff gehört zu meiner Gilde, ne? Wer in meiner Gilde ist, dem greife ich unter die Arme, gerade wo ich jetzt eine Rich Bitch bin. Hast du mir jetzt ein... Ich mache dir ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst, Captain Cadaver. Dafür musst du aber über meinen Link das Spiel runterladen. Oh, guck mal hier. Was sind wir denn hier? Alter, ist einfach ein... What? Oh, von unten mal anschauen. Ey, guck dir das mal an. Wie geil ist das denn bitte? Da oben ist einfach ein riesiger Drache. Oh mein Gott, das ist einfach ein riesiger Drache hier. Guck dir das mal an. Ey, wie schön ist das denn bitte? Oh, ey, finde ich halt richtig schön hier gerade. Wow. Guck mal, jetzt Versammlung. Versammlung ist hier. Okay. Was ist das denn? Ist ja ein geiles Mount. Alter, diese ganzen Flexer hier, ne? Es ist halt ein Flexfest, Freunde. Es ist ein komplettes Flexfest. Wenn mich hier Leute besuchen, flext einfach jeder so hart mit seinen Sachen, ne? Okay, Leute, ich möchte jetzt einmal von allen, die gerade hier sind, ihre coolsten Mounts sehen. Was euer Lieblingsmount ist, zeigt mir das mal. Von denjenigen, die hier gerade rumgammeln. Einfach einmal euer Lieblingsmount möchte ich mal sehen. Okay. Shadik hat das hier gewählt. Okay.
Guck mal. Einfach so. Oh mein Gott. Wie es einfach von Ouroboros hier rumgetragen wird oder sowas. Okay. Dann haben wir. Cypherblade hat einen geilen Drachen. Oh, der sieht halt nice aus, ne? Der sieht halt richtig badass aus, der Drache. Also den finde ich halt auch geil. Den finde ich halt auch geil, okay. Seth Phoenix hat dieses berittene Pferd. Oh, kann man machen. Kann man machen. Wo kriegt man den Drachen denn her? Der ist halt auch nice. In 3 Jahren kann ich mit flexen. Ja, okay. Lucina hat halt den Phönix. Oh, der ist halt, ohne Scheiß, der Phönix einfach, ne? Macht einfach den kompletten Tag hier dunkel. Crazy, der Phönix. Also Phönix ist halt schon mega gut. Da bin ich halt bei. Da bin ich halt komplett bei. Crazy. Ich merke schon, das ist hier eine Flex-Party. Es ist hier eine Flex-Party. Ich nehme mal die ganzen Freundschaftsanfragen von euch an. Wer mir gerade einen schickt. Wie hat einfach jeder diesen Phönix hat. Alter, ihr ganzen Flexer hier. Ihr Flexer hier. Ihr seid solche Flexer-Community. Wir hätten unsere Gilde nicht den Heroes Glorious Club nennen sollen. Wir hätten uns die Flexer-Gilde nennen. Oh mein Gott! Was ist das denn? Ein fettes Mogri! Oh mein Gott! Ich komme auf mein Leben nicht klar. Wow. Wie schick ist das denn bitte? Guck mal, diese Mini-Beine. Oh mein Gott. Mount für 2. Okay. Achso, da kann man so 2 draufsetzen. Kann ich da einfach einsteigen? Okay, kann ich da jetzt einsteigen? Tandem reiten. Oh mein Gott. Wie gut ist das denn bitte? Wir sind einfach mit fetten Mogri. Oh mein Gott. Das ist einfach Mount für 2. Wie lustig. Wie lustig. Es ist halt so funny. Es ist halt so funny. Okay, ich gebe zu, das war... Das war jetzt sehr funny, war das.